Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ja, heute bei frostigen Temperaturen nehme ich euch mal mit auf so eine übliche Runde, die ich so fahre, wenn ich Erledigungen mache. Ich habe jetzt gleich einen Termin und für die insgesamt 14 Kilometer hin und zurück nehme ich jetzt den E-Scooter und nehme euch mal mit, ob der E-Scooter jetzt die perfekte Alternative für die City ist oder nicht. Das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden, aber ich finde, für so kurze Strecken ist der schon echt ideal. Ja, wir fahren das Ganze heute mit dem EPF 1 Pro. Von dem gibt es natürlich auch noch reichlich Videos, aber den Rest sehen wir im Video. Also, viel Spaß! So, wir haben Samstag morgens, 8:30. Ich mache mich jetzt auf den Weg zu meinem Termin. Und dafür nehme ich eigentlich immer sehr gerne den E-Scooter. Ich sag mal so, bei starkem Regen würde ich ihn wahrscheinlich jetzt auch nicht nehmen. Aber ich bin mittlerweile der Meinung, ein PKW weniger für so eine Kurzstrecke ist eine ziemlich gute Idee und wie das jetzt genau so ist, das seht ihr jetzt quasi, das ist quasi so eine meiner täglichen Runden. Das ist es auch bald, mein zukünftiger neuer Arbeitsweg, der ein bisschen länger ausfällt als der alte. Und warm einpacken ist die Devise, warm einpacken ist ganz, ganz wichtig, weil das Problem ist immer am E-Scooter, also im Winter ist das so meine Meinung, man steht halt die ganze Zeit. Man kann sich halt sehr, sehr schlecht bewegen und ist dann halt immer geneigt, irgendwann stark zu frieren. Und das soll natürlich tunlichst nicht passieren, deswegen packe ich mich mal immer relativ warm ein, weil das ist schon doch ziemlich arschkalt so auf Dauer. Ne? Gerade jetzt, wir haben heute Morgen 2 Grad, der Wind pfeift, also gefühlte 0 Grad. Wobei wir aktuell ja doch schon einen ziemlich milden Winter haben, also das muss man schon mal gepflegt sagen. Ja, und dann können wir auch gleichzeitig mal schauen, wieso das Fahrradwegenetz hier in Düsseldorf ist, weil ich bin der Meinung, es ist eine Katastrophe. Die haben zwar mittlerweile schon viel getan, aber ich bin der Meinung, da geht noch mehr. Wir werden jetzt so ein paar Wege sehen, die sind sehr gut ausgebaut. Da gibt es nichts zu meckern, aber es kommen auch immer ein paar Stellen, wo wir auf der Straße fahren müssen. Und das sind halt so Sachen, ich meine, es ist manchmal bauarttechnisch natürlich nicht möglich, aber naja, gut. Möglichkeiten gibt es immer. Ja, wie ihr seht, ich bin auch mit dem EPF 1 Pro unterwegs. Den haben wir ja seit Ende November, beziehungsweise Anfang, Mitte November, genau. Den haben wir ja freundlicherweise von der Firma EPF 1 zur Verfügung gestellt bekommen. Mit dem folgen auch noch einige Videos und ich muss tatsächlich sagen, seitdem ich den habe, mal eben mal kurz hier ein bisschen gucken, dass wir keinen überfahren. Also, seitdem ich den EPF 1 Pro habe, ist das mein absoluter Daily Scooter geworden. Ich fahre so gern mit dem. Ja, es fehlt ihm am Bums am Anfang. Ne, es ist kein Vergleich wie mit dem Iohawk Legend oder mit dem Zoflow SO3. Aber der fährt konstant seine 22. Macht einfach generell sehr viel Spaß und ich fahre wirklich meine ganzen täglichen Sachen damit. Also der Iohawk steht in letzter Zeit sehr viel rum, das muss ich dazu sagen. Da habe ich aber noch so ein paar kleinere Probleme mit gehabt, weil ich werde dazu noch ein Video machen und der Service bei Iohawk ist, werdet ihr sehen in dem Video, aber ich finde ihn schlecht. Kommen wir zurück zum EPF 1, er fährt sich nach wie vor sehr gut, ich bin damit total zufrieden. Also, ich würde ihn jetzt nicht als Tourenscooter bezeichnen. Dazu fehlt ihm einfach die Reichweite. Also ich komme aktuell, ich meine, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, Leute, aber so 22 bis 25 Kilometer komme ich bei den aktuellen Temperaturen locker. Aber so für einen richtigen Tourenscooter fehlt ihm einfach die Kapazität und die Reichweite. Aber er ist top, er fährt sich super. Und deswegen nutze ich ihn auch gerne hier in der City, weil man einfach mit ihm wunderbar wuselig flink durch die Kurven kommt. Macht einfach Spaß. So, jetzt kommen wir hier Schilderwald, Deutschland. Fahrradweg zu Ende, dann Fahrradweg durchgestrichen und dann wieder Fahrradweg frei. Ich finde das immer so lustig, wirklich.
wenn ich mir aktuell so die Spritpreise angucke, bin ich gerade echt froh, dass ich mit dem E-Scooter unterwegs bin. Weil das ist aktuell unverschämt. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, Leute. Zum Thema Spritpreise in unserem Land. Also ich finde es ganz linde gesagt eine Schweinerei, eine Unverschämtheit. Das ist meine Meinung. Ich bin für die Elektromobilität. Das wisst ihr, habe ich schon oft genug ein Statement, ein Video von gemacht. Aber nicht auf diesen Preis. Nicht auf den Preis der armen Leute und der Leute, die wirklich dafür täglich arbeiten fahren. Das geht nicht. Viele Leute, ich habe auch viele Bekannte, die fahren teilweise 40 Kilometer, 45 Kilometer, um nur zur Arbeit zu kommen. Und das sind jetzt die, die wirklich auf Deutsch gesagt im Arsch gekniffen sind. Finde ich eine Unverschämtheit, wirklich Unverschämtheit. Ja, solange die E-Autos nicht mehr Reichweite haben oder gelinde gesagt einfach günstiger werden, ist es für uns alle unattraktiv. Ich stand selbst vor der Entscheidung mit meiner Frau. Wir haben uns überlegt, ein E-Auto zu kaufen. Danach ist es doch nochmal ein Verbrenner geworden, aber einfach nur, weil die Fahrzeuge zu teuer sind. Ja, es gibt den Umweltbonus, aber selbst mit dem Umweltbonus gab es noch nicht mal mehr Rabatt bei den Fahrzeugen. Die Verkäufer und die ganzen Firmen ruhen sich auf den Umweltbonus aus und nee, das möchte ich aktuell nicht unterstützen. Das mache ich nicht. Das System, was hier unser Staat eingeführt hat, finde ich da in der Hinsicht nicht gut. Aber ich hoffe, dass da in Zukunft einfach was Besseres kommt oder einfach auf Deutsch gesagt, dass einfach die E-Fahrzeuge günstiger werden, weil ich wäre einer der Ersten, der so ein Fahrzeug gerne kaufen würde, auch gerne mal testen würde. Dazu bin ich auch noch nicht gekommen. Ich weiß nicht, ob ich sowas auch noch mal auf dem Kanal interessieren würde. Auf jeden Fall folgen jetzt demnächst wieder mehr Videos. Und wir sind aktuell jetzt, ja, so, ich würde mal sagen, auf Halbzeit. Ihr seht schon, der Fahrradweg ist relativ gut ausgebaut bis hierhin. Ich muss demnächst noch viel weiterfahren. Ich muss demnächst noch bis zum Hauptbahnhof fahren. Und ja, so ab so, ja, die letzten 20% der Strecke ist es wirklich eine Katastrophe, um zum Hauptbahnhof zu kommen mit dem E-Scooter, ohne gegen die Regeln zu verstoßen. Ja? Und ich fahre ja nun mal auch gern und halte mich an die Regeln. Ja, ich fahre auf dem Fahrradweg. Wenn kein Fahrradweg da ist, fahre ich auf der Straße, nicht auf dem Gehweg. Da war gerade das Schild fahrradfrei. Aber Leute, es ist einfach, ja. Es gibt Städte, die sind super Vorzeigeobjekte in Sachen Fahrradwege, aber Düsseldorf ist es definitiv noch nicht. Ja, ob rot ist oder nicht, ist manchen Leuten halt ehrlich gesagt scheißegal. War gerade auch wie ein bestes Beispiel daran, bleibt bei Rot stehen, fährt los und fährt dann tatsächlich bei Rot über die Ampel. Also ganz ehrlich, sage ich nichts dazu. Ist mir auf Deutsch gesagt zu blöd. So, hier kommt jetzt das beste Beispiel. Hier geht es jetzt auf der Straße weiter. Ist aber noch alles, ja, optisch mit Linien zu sehen. Und es ist wunderbar. Ich meine, man muss es auch zum Vorteil nehmen. Natürlich, ich fahre jetzt auch gerade an einem Samstag um, jetzt aktuell, sagen wir mal, 10 vor 9. Da ist es noch nicht so viel Verkehr. Ihr könnt euch natürlich vorstellen, wenn ich diese Route jetzt natürlich in der Rush-Hour machen würde oder in einer anderen Uhrzeit, dass hier natürlich deutlich mehr Verkehr wäre. Ne? Also von daher ist alles safe. Ich habe gleich auch mein Ziel erreicht und wollte euch einfach nur mal auf dieser Route mitnehmen und euch mal zeigen, dass ich halt auch meine täglichen Daily-Routen, ja, fast ausschließlich mit dem E-Scooter mache. Was zum E-Scooter zu schaffen ist, mache ich mit dem E-Scooter. Mal kurz die Hand raushalten. Wir müssen nämlich jetzt hier abbiegen. Und fahren nämlich jetzt auf der Straße weiter. Es ist ja auch vom Vorteil. Ne? Man steigt auf dem E-Scooter auf und fährt dann wirklich zur Arbeit oder sonst wohin. Und top, muss ich nur sagen. Macht wirklich Spaß, ist schön. Man kommt von A nach B. Gut, es gibt natürlich auch Wetter wie jetzt. Das ist ein bisschen unangenehm, aber naja. Es ist halt so, trotzdem, das E-Scooter-Virus hat einen gepackt. Es macht einfach Spaß. Nochmal eben die Hand raushalten. Und dann habe ich jetzt auch mein Ziel erreicht. Und dann sehen wir uns jetzt bei der Verabschiedung wieder. Ja, und pünktlich am Ziel angekommen, ist mir auch der Haken vom GoPro-Mount abgebrochen. Super. Ja, auf jeden Fall, ihr seht ihn hier. Ich bin super am Ziel angekommen. Also es folgt auf jeden Fall im nächsten Video jetzt ein Video auf jeden Fall vom
Iohawk Legend, wo wir mal über den Service und die Qualität des Ladens allgemein reden. Und dann sehen wir uns an den nächsten Videos. Vergesst das Abo nicht und den Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.